Ja moin, willkommen zur neunten Vorlesung, DevOps Technologies im großartigen Sommersemester 22. Wir sind immer noch in Online-Vorlesungen, ich habe irgendwie ein kleines Publikum hier heute. Nächste Woche müssen mehr sein, sonst werden die Hausaufgaben schwerer, fundamental schwerer. So, was machen wir heute? Wir machen heute Frontend. Wir haben das letzte Mal, jetzt würde ich sagen letzte Woche, aber letzte Woche war ich leider nicht da. Ich war hier auf der XP, musste Wissenschaft machen, war großartig. Wir haben letztes Mal Backend fertig gemacht, größtenteils, und jetzt wollen wir anfangen Frontend. Das heißt, wir werden Angular-Projekt aufsetzen, wir setzen da auch die CI/CD für ein, bis dahin sollte es eigentlich noch relativ straightforward sein. Dann werden wir ein Login mit Keycloak bauen, wir werden rollenbasiertes Routing heute machen und versuchen, das Backend anzubinden. Ich gucke mal, wie weit ich komme, es ist relativ viel Holz. Wie fürs Backend bitte ich euch auch hier, diesen Link zu benutzen, um euch das Frontend-Projekt zu generieren. Das werde ich jetzt auch tun. Drücke hier drauf. Dann geht das irgendwie doppelt auf. Das ist in Ordnung. Ich accept. Ich mache das größer. Ne? Dann muss man hier wieder dieses Accept this Assignment. Dann sagt man hier so, yo, you accept the assignment. Configuration process now. This might take a while. Refresh this page to see update. Wir refreshen diese Seite hier. Jetzt habe ich hier mein großartiges Repository. Da kann ich draufklicken. Ah, lovely. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Repo, da können wir wieder ganz viele wilde Dinge machen. Und diese wilden Dinge werden wir auch tun. Dafür möchte ich das hier einmal kurz beenden. So, ich brauche, wie immer, ein neues VS Code. Oder noch besser, ich brauche erstmal einen Ordner. Gehen wir doch mal hier nach Workspace, klingt doch gut. Uni, Lehre, DevOps, Demo, neuer Ordner, App-Frontend. So, und den möchte ich jetzt bitte in meinem VS Code öffnen. Dafür mache ich mein neues VS Code auf. Ich mache das hier gleich mal ein bisschen größer. Ihr müsst mir gleich sagen, ob ihr das hier sehen könnt oder nicht. Wow, dann gehen wir hier mal. Wo haben wir es denn? Workspace, Uni, Lehre, DevOps, Demo, Frontend, Ordner öffnen. So, brauchen wir ein Terminal, wie immer. So, ihr könnt das halbwegs gut lesen. Ja, geht das? Das leserlich noch eine Nummer größer. Ich sehe kein großes, ich höre kein großes Empören. Das ist schon mal viel wert. So. Ah, als allererstes ist, ich gehe erstmal einen Ordner nach oben, damit ich hier in dem Oberordner bin mit dem App-Frontend, weil ich benutze jetzt die großartige Angular CLI. Die muss man natürlich, wie man das so kennt, auch erstmal installieren. Das macht man über folgenden Befehl, diesen hier, npm install-g Angular CLI. Der wird bei mir jetzt hier nicht viel groß tun, weil ich habe das schon installiert. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt gleich einfach nur sagen, ja, ja, passt, ich habe hier noch ein paar, was weiß ich, irgendwelche Dependencies neu geladen, läuft. So, wenn man das gemacht hat, kann man den Befehl ng benutzen. Ng ist die CLI für Angular, wie das Nest.js das eben, oder Nest für Nest.js, wie das Nest für Nest.js im Backend ist, so ist das ng die CLI für das Frontend im Angular. So, und was wir haben wollen, ist eine neue App. Da sagen wir einfach ng new. Ja, wir haben ja schon Ordner dafür angelegt. App Frontend, also nennen wir es einfach mal App-Frontend. Drücken Enter. Dann fragt er mich, ob ich das Routing haben will. Das möchte ich unbedingt haben. Dann fragt er mich, was für ein CSS ich haben will. CSS kennt der ein oder andere vielleicht, Cascading Style Sheets. Das ist das, womit man HTML hübsch macht. Und da gibt es einmal das profane Oldschool Boomer CSS oder wir nehmen hier das coole SCSS oder SASS oder LESS. SASS steht, glaube ich, für Super Awesome Style Cheese und SCSS steht für, weiß ich auch nicht mehr so genau. Wir nehmen aber dieses SCSS. Das ist ein Pre-Compile, ein Pre-Prozessor. Das heißt, bevor das eigentliche Angular-Kompilat loslegt, ist da dieser Pre-Prozessor, der dann so Sachen auflöst wie Imports. Also wir können ein bisschen mehr programmieren in diesem CSS. Deswegen nehmen wir das. So, das dauert jetzt einen Moment. Ihr habt gesehen, der generiert uns hier direkt die tollen ganzen Files und was der macht, er installiert hier gleich die Packages. Das heißt, was der hier ausführt, ist so ein npm-install gleich direkt für uns. Das heißt, wir blocken gleich an der Seite auch die Node-Modules auf. Während er das macht, möchte ich so ganz kurz, ne, hier sind die Node-Modules schon aufgeploppt, ganz kurz erklären, was das hier alles wieder so ist. Ne, wir haben hier wieder unglaublich viele verschiedene Dateien, die irgendwas tun. Irgendwie .browserlist.rc könnt ihr, das ist dafür da. Hier steht im Endeffekt die Browser drin, die Angular unterstützt. Zum Beispiel Chrome, Firefox, Edge, Safari, iOS. Hier kann man noch irgendwelche Versionen einstellen, wenn man irgendwelche Browser nicht unterstützen möchte. Und dann generiert er da so ganz tolle verschiedene Fehlermeldungen draus.
So, hier sagt er mir plötzlich, LF will replaced by CLF, bla 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 bla. Er sagt mir gerade, ich habe meine Dateien, also er hat ja gerade festgestellt, oh, ich bin unter Windows, hier werden ja Dinge in Courage Return Line Feed formatiert, aber du tust das nur in Line Feed, was ist denn nur mit dir? Einfach ignorieren und weitermachen. So, Editor Config ist einfach die, das ist so eine, ich sag mal, IDE-unabhängige Einstellung von dem, was man hier so programmiert. Ne? Irgendwie, welches Charset benutzt man, wie sind die Einrückungen gemacht und so ein Kram. Das ist Editor-unabhängig. Gitignore muss ich, glaube ich, nicht erklären. AngularJSON ist jetzt sowas, damit konfiguriere ich Angular direkt. Das heißt, hier stelle ich ein, wo ist mein Projekt, welche Application gibt, also was für ein Typ ist das, eine App oder eine Library, welches CSS benutze ich, wo sind die ganzen Sourcen hinterlegt, was sind meine Assets, Styles. Der ganze Kram, der wird hier alles eingestellt. Werden wir später noch ein paar Änderungen dran machen, können wir aber erstmal so lassen. Ups. Karma ist exakt, ist jetzt ein Testing-Framework, das wir haben Backend Jest benutzt. Im Frontend ist das Karma, funktioniert beim Testschreiben ungefähr genauso mit diesem Describe und It. Die Bibliotheksaufrufe sind nur ein bisschen anders, aber was dieses Karma hier am Ende macht, ist, dass es so einen Browser startet und die Tests darin ausführt. Damit wir das in der CI funktionabel machen können, müssen wir da sogenannte Headless Chrome CI-Einstellungen dann noch tätigen. So, dann haben wir auch hier eine Package.json, ist genau das gleiche Kram, wie man das auch von Nest.js kennt. Das heißt, hier stehen diese üblichen Sachen drin. Wie heißt das Ding? Welche Version hat das? Welche Skripte zum Starten bauen haben wir? Welche Dependencies? Kennt man. Generierte README, lovely, TS-Config, mit der ich meine Konfiguration für TypeScript habe. Die unterscheiden hier zwischen der allgemeinen und so einer App, weil man kann in Angular, ist so Multi-Workspace-fähig, nennt sich das. Man kann da mehrere Applications und Libraries und das wild untereinander bauen lassen und hast du nicht gesehen. Stichwort Monorepo, da gehe ich aber mal lieber nicht weiter drauf ein, dann sitzen wir hier noch 2 Tage. Genau, das sind die Files hier oben. Dann haben wir hier auch wieder eine Source, da liegen auch ein paar Files drin, nämlich einmal die statischen Dinge, das heißt irgendwie sowas wie diese Index.html, die am Ende dann geladen wird, das ist die, die ausgeliefert wird. Da gibt es dann irgendwie nur dieses App-Root, das ist eine Komponente von Angular, die geladen wird. Und das, was ihr hier seht, ist die Konfiguration für eine sogenannte Single-Page-Application. Das bedeutet, wir haben eine große HTML und die Inhalte, alles was in diesem App-Root steht, wird dynamisch von JavaScript geändert. Das heißt, wir haben nur eine einzige HTML-Datei und der Rest ist Template. Deswegen heißt das Single-Page-Application hier an der Stelle. Und dann haben wir hier eine Main, ist genau das gleiche, wie wir das auch in Nest.js haben. Es muss irgendwie so eine Bootstrap-Anfangsmethode geben, das ist genau das hier. Die guckt irgendwie noch, ob in der Environment Production drin steht oder nicht. Das Production ist das, was Umgebungsvariablen in, das Environment ist das, was Umgebungsvariablen in Nest.js ist. Polyfills sind wilde Magie, das sind so. Mit wissenschaftlicher Ungenauigkeit sind das Kompatibilitätslibraries, die man braucht, wenn ein Browser etwas nativ nicht mitbringt. Dann hat man einen Polyfill, der diese Funktion nachlädt. Ganz, ganz oberflächlich ausgedrückt. Dann haben wir hier den Root-Style, das heißt, hier kann man alle Style-Sachen einhängen und wir haben hier noch so eine kurze Testkonfiguration. Ui. So, dann haben wir hier die Environment, das sind Umgebungsvariablen. Einmal für den Produktiv und einmal für den Nicht-Produktiv. Das heißt, wenn wir irgendwie so Umgebungsvariablen, sowas wie Backend-URLs oder sowas, dann stellen wir das hier an der Stelle ein. Assets sind jetzt eben genau das, was man darunter glauben könnte. Das sind so Sachen wie Bilder oder irgendwelche Sachen, die ich einbinden möchte. GIFs, Icons, hast du nicht gesehen. Und App, da liegt dann tatsächlich unser Source Code. Und was auffällt ist, dass der erstaunlich nah an dem dran ist, wie Nest.js auch aussieht. Ne? Wir haben irgendwie hier so ein Modul, das hat irgendwie so ein Modul-Ding, da gibt es ein Imports, da gibt es Provider. Was da, was bei Nest.js Controller sind, sind hier Declarations, ist aber am Ende genau das Gleiche. Ne? Was hier einfach steht ist, es gibt irgendwie diese Komponente, es gibt solche Imports, ich provide keine Service und ich möchte bitte die App-Komponente am Anfang laden. Mehr steht da nicht. Ne? Und dazu gibt es dann irgendwie hier so HTML und Komponentenbeschreibung, irgendwas drin, das gehen wir aber noch durch, wenn wir es programmieren. Ja, und was macht das hier am Ende? Wir wollen das einmal kurz ausführen mit npm start, können wir das ganze Gerät starten und uns dann einmal angucken. Was der jetzt macht, ist, der kompiliert das, startet einen Dev-Server und auf dem können wir uns dann ganz normal connecten und uns das dann in Ruhe anschauen. So, wenn wir das gemacht haben, kommen wir gleich zum schlimmen Kram. So, das war auch schon alles, der ist schon fertig, jetzt können wir hier localhost 4200. Ja, sehen wir jetzt hier die Standardseite von Angular, das, was der irgendwie generiert, wenn man es startet. Großartig! So,
Und genau das möchte ich jetzt bitte deployen. Genauso wie es hier ist, möchte ich das bitte deployed haben in keinster anderen Ausführung. Wir machen jetzt erstmal nur CI/CD ganz am Anfang. Dafür werde ich jetzt allererstes mal hier in der Package.json hier sowas Wildes machen wie die Version hier auf 1.0 setzen, weil mich das intern triggert, wenn da 0.0.0 steht. Dann müssen wir hier das Git verknüpfen. Git hat da, wie man hier sieht, schon eins drin. Das heißt, wir können hier unser SourceTree einfach nehmen oder das Tool eurer Wahl. Das überlasse ich an der Stelle jetzt einfach mal euch, welches ihr nehmen wollt. Komm hierher. Da machen wir jetzt ein geh mal weg, ein Add, durchsuchen, Workspace, Uni, Lehre, DevOps, Demo, Frontend. Danke. Man sieht das nicht gut. Achso, das packen wir einfach mal unter Lehre, hinzufügen, dann macht man hier oben Projektarchiv, Einstellungen, hinzufügen, ich möchte bitte ein Remote haben, naja, und der Remote ist ja das hier, kopieren wir uns, einfügen, er erkennt, dass das GitHub ist, danke. Okay, dann committen wir hier das mit der Package.json noch, dann machen wir hier mal so ein Feature Bump Version. Committen, pushen das Ganze auf GitHub, push, was möchtest du von mir? Pushing, the server host key is not cached, you have no guarantee, that server compute like the, was? If you trust host, enter yes, ja. Hä? Habe ich schon wieder aus Versehen das Falsche kopiert? Ah, ich habe schon wieder das Git kopiert, entschuldige, muss ich auf HTTPS umschalten. Das passiert mir in letzter Zeit häufig. Egal, wir wollen hier das HTTPS haben und dann wird das jetzt hier auch funktionieren. Bitte, danke. So, dann haben wir online hier unser Angular. Großartig. Als nächstes, ihr werdet euch sicherlich erinnern, was wir machen müssen, wenn wir das irgendwie bauen wollen, brauchen wir erstmal ein Docker-File. Wie immer, also neue Datei, Docker-File. Auch hier werden wir wieder ein Multibild machen. Das heißt, wir brauchen zuerst mal irgendwie so ein Node.js. Ich hätte das gerne in Version 16, weil 16 ist die LTS. In der Slim-Version hätte das gerne als Bilder. Dann brauchen wir irgendwie ein Workday, wo wir den ganzen Kram ablegen. Dann kopieren wir uns alles, was hier in so einem Ding rumliegt. Ne? Also alles den Inhalt von dem Ordner. Und dann machen wir einen Run npm install und einen Run npm build. Früher musste man hier noch ein -prod dran machen für Angular, das ist aber, das muss man nicht mehr. Ein Build ist in Angular jetzt immer Production, deswegen reicht es hier ein npm build aufzurufen und ich glaube, man muss hier sogar ein run build aufrufen, sonst geht das nicht. So, dann, also der hier ist dafür da wieder zum Bauen und jetzt brauchen wir den Container, der es am Ende ausführt. Ein bisschen anders als bei Nest.js werden wir jetzt kein Node nehmen, sondern das ist ja eine Internetseite. Ne, wenn das gebaut ist, ist das am Ende einfach nur ein bisschen JavaScript, eine CSS-Datei und eine HTML. Und diese HTML wird über einen Webserver provided. Und mein Webserver der Wahl hier an der Stelle ist Nginx. Man kann hier auch Apache PHP nehmen oder man kann sogar Node.js dafür nehmen. Man kann da machen, was man will. Ich mache das immer nur gerne mit Nginx, weil ich das cool finde. Und weil irgendwie das halbe Internet sagt, dass man das so tut. Der sollte die Version 1.17.1 haben, und zwar in Alpine. Alpine erinnert euch vielleicht, das ist dieses coole Linux, wo so gut wie gar nichts drin ist, weshalb dieses Image hier super, super klein ist. Ja, Alpine. Ich habe Upland geschrieben, habe es auch gerade gesehen. So, dann machen wir als allererstes einen Run. Ein Command, den man bitte mit Vorsicht genießt, ist rm-rf. Da muss man schon wissen, was man tut. Und zwar möchte ich bei User, es ist unfassbar wichtig, dass ich hier vorne diesen Strich hinmacht, sonst passieren wilde Dinge. User share nginx slash html slash stern. Das heißt, ich will, dass in dem Ordner von nginx, wo HTML-Dateien drin liegen, wirklich nichts drin liegt. Nichts aus einer alten Version, nichts von irgendwoher. Ich will, dass der leer ist. Da soll nur meine Angular-Anwendung drin liegen und sonst nichts. So, dann kopieren wir uns den ganzen Driss mal. From Bilder möchte ich bitte von App und der kompiliert das nach dist, das kann man in dieser Angular-JSON nachlesen und dann in den app-frontend-Ordner. Achtung, das war früher auch anders, früher gab es keine Unterordner dafür, jetzt gibt es die, ganz, ganz kriminell, wenn man hier das letzte Video vom letzten Jahr anguckt. So, und das soll bitte nach User share, Alter, share nginx slash html. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr.
Eine Nginx Conf, die haben wir noch gar nicht angelegt, das machen wir aber gleich. Die muss nach ETC Nginx Nginx Conf. Also das ist nichts weiter als die Konfiguration von diesem Webserver. Da steht am Ende einfach nur drin, hör bitte auf den Port. Und wenn da Anfragen kommen, leite das bitte irgendwie an dieses Ding weiter, was am Ende einfach nur eine HTML ist. Ne? Das ist so, wie man das bei PHP früher auch gemacht hat. So, und dann exposen wir noch Port 80. Haben wir schon ein wunderschönes Docker-File. Dann brauchen wir, damit wir hier bei diesem Copy nicht wirklich, nun nicht alles, wir wollen ja hier nicht die Node-Modules mitkopieren, müssen wir hier noch so eine Docker-Ignore schreiben. Docker-Ignore. Da sagen wir mal wieder, alles soll ignoriert sein, außer wir brauchen das Docker-File, wir brauchen alles in Source, wir brauchen alles, wo JSON dran steht und wir brauchen die Nginx-Conf. Großartig. Und die Nginx-Conf brauchen wir natürlich. Nginx-Conf. So, hier schreiben wir jetzt rein, was unser großartiger Webserver denn providen soll. Da muss man schreiben, als allererstes Event. Ganz wichtig, dass das S nicht vergesst. Dann macht man HTTP. Und der HTTP, der soll bitte MIME-Types inkluden. Oh, weiß einer, was MIME-Types sind? Eieiei, das sind Typen, über die man definiert, welche Sachen ich beim Internet über die Leitung schicken kann. Sowas wie Application JSON, Text Plain. Also damit beschreibt man quasi den Inhalt von Datenpaketen. So, dann müssen wir ihm sagen Server. Der Server ist jetzt am Ende das, was wir hier konfigurieren. Ne? Also unser Docker-Container. Der soll bitte auf Port 80 hören. Und der soll alles, was auf Port 80 landet, bitte an folgendes Root-Verzeichnis lenken, und zwar an User, Share, Nginx, slash HTML. Wer hätte es gedacht? So, und weil in HTML es so ein Standard ist, dass man immer, wenn man in diesen Ordnern ist, eine Index-HTML lädt und dieses Ding hier Index-HTML heißt und wir das dahin kopiert haben, provided er die Index-HTML, was am Ende dann der Einstieg für die Anwendung ist. So, und dann müssen wir mir noch sagen, naja, mit Location sagt man, alles ab Slash soll bitte an folgende Dateien gemacht werden. Und dieses Try Files heißt einfach nur, guck doch mal, ob unter der URI, die ich hier eingebe, du einen Pfad in der HTML definiert findest, die diesen Slash am Anfang hat und das leite bitte weiter an die Index-HTML, die in diesem Ordner liegt. Was das genau bedeutet, könnt ihr auch nochmal in Ruhe nachgoogeln, aber am Ende ist es das, was man benötigt, damit Nginx das tut, was es soll. Und falls ihr mir das nicht glaubt, probieren wir das, glaube ich, einfach mal ganz kurz aus. Docker build-t test. Wir bauen das ganze Gerät hier einmal und probieren das kurz aus und gucken, ob das wirklich funktioniert. Nicht, dass ich euch hier Bullshit erzähle. Als nächstes, was wir noch brauchen, ist, ihr werdet es sicherlich auch schon wissen, wir können hier schon mal den Argo-Ordner anlegen und können hier schon mal einen neuen Ordner, Testing, Staging und Production machen. Derweil installiert er hier ganz wild, ne? Er ist jetzt hier irgendwie schon bei Step 5 von 5, Run Build. Also macht jetzt hier irgendwie das, dann wird er gleich hier rüber gehen und Dinge kopieren. Hat er geschafft. Jetzt machen wir Docker run minus d minus p 80 Test. Minus d heißt detached, minus p ist für Port und zwar soll alles vom inneren Port, also alles was bei 80 ankommt, soll an 8080. Ich glaube, alles, was von außen kommt, soll an 80, ja, wir werden sehen, was jetzt passiert. Docker PS, ja, der läuft jetzt hier irgendwie hier und wir haben es genau falsch rum gemacht, deswegen muss ich jetzt nochmal Docker Stop, Docker RM, ich bringe es jedes Mal durcheinander, wie rum es ist so rum, Docker PS, na, jetzt steht hier, alles, was auf 80 kommt, alles, was auf 8080 kommt, wird auf 80 weitergeleitet. So, warum auch immer? Warum ist denn der andere noch da? Wir haben doch gerade Docker Stop und Docker RM gemacht. Naja. Egal. Das heißt, wenn wir jetzt hier
Localhost 8080, kriegen wir wieder unsere Angular-Seite. Großartig, scheint also zu funktionieren. Das heißt, auch das Docker hat funktioniert. Großartig. Wir nähern uns mit großen Schritten. Das heißt, docker.ps, docker-stop-test, no-such-container ist okay. Ihr wisst, ich habe ja hier so ein cooles Tool, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht oft genug erklärt. Portainer, admin, Passwort. Jetzt können wir hier einfach in die Container gucken. Und hier diese beiden dreckigen... Ah, ich habe den Namen-Tag vergessen, deswegen ging es nicht. So, ich will euch stoppen. Und ich möchte euch removen. Ja, alles weg damit. So, großartig. Gut. Dann, das scheint schon mal zu funktionieren, hervorragend. Dann machen wir jetzt weiter mit den großartigen Kubernetes-Files. Ich erkläre da jetzt nicht mehr so viel zu, ihr kennt das ja schon alles. Ne? Das ist deployment.yaml, ich kopiere das jetzt ja auch einfach, weil ich keine Lust habe, das abzutippen. Ich immer alles falsch mache. Also, das Ding ist wieder ein Deployment, das hat wieder diese Labels hier. Apps, Deployment, Testing, App, Frontend. Das hier ist nur Testing, dann hat man hier wieder Namen, Replika, Revision, wieder diese ganzen super tollen Matching-Labels und hier unten gibt man das richtige Image an, was hier jetzt nicht Asgard ist, sondern das ist ja jetzt hier unsere Demo, das ist sec.dev, ops, ne? Registry, das ist bei euch dann hier irgendwie euer Kürzel. Und wir haben das ja eben auf diese 0010 gemacht. Und wir haben immer noch dieses gleiche Registry-Pull-Image, das müssen wir nicht nochmal neu anlegen, das war ja schon vorher da. So, neue Datei. Dann brauchen wir eine Service.yaml. Großartig. Die irgendwie so aussieht. Na, App Frontend, ich muss das hier mal anpassen, dass es Testing ist. Blablabla, non. Soll keine Cluster-IP haben, das soll bitte intern was routen. Über IP4, Single-Stack habe ich beim letzten Mal ja erklärt, wie es geht. Alles, was auf Port 80 kommt, soll bitte zu Port 80 weitergeleitet werden. Und zwar an dieses Testing-App Frontend. Großartig. So, was wir jetzt noch neu brauchen, ist ein Ingress. Na, da definieren wir jetzt, wie wir diese Anwendung von außen erreichbar machen. Na, ich glaube, die tippen wir jetzt nochmal ab. API-Version soll sein. Wo steht es? Network, jetzt kopiere ich, da vertippe ich mich. Das ist die Version. Dann brauchen wir ein Kind, das ist ein Ingress. Ja, das war zu erwarten, dass er das macht. Oh, Herrgott. So, da haben wir diese Metadaten, so der Name von dem Ingress. Der soll bitte sein Frontend Ingress. Dann brauchen wir hier noch Annotations. Annotations. Weil wir müssen ihm ja sagen, ne, woher der Cert Manager kommt. Das ist dieses tolle, dieses hier, das hier. Und ich weiß, dass der bei mir New Asgard hieß, weil ich ja das neu anlegen musste. So, ja genau, das Ding soll Frontend Ingress heißen. Wir brauchen hier keine Label, aber ich hätte hier gern ein Namespace, nämlich Testing. So, Specifications ist jetzt eben, welche Regel haben wir hier? Das heißt, was soll der jetzt irgendwie wo wie machen? Als Host möchte ich bitte haben, ja, ich habe beim Anlegen eurer Routen ein bisschen was vergessen. Ich habe euch ja nur app.devops.uniks.de gegeben. Was man aber irgendwie gerne noch hätte, wäre irgendwie test.sec.devops.uniks.de und Staging und dann die App für Production. Ich hinterlege das jetzt hier erstmal. Wenn wir das gleich ausrollen, wird das unter hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, weil ich das noch nicht eingerichtet habe. Das werde ich aber gleich parallel machen. Das ist nicht schlimm. So, wir wollen hier ein HTTP, der Pass, dieser Pass-Type ist ich kopiere das, besser ist das, der soll bitte kein Pass haben und der Service-Name, an dem das weitergeleitet werden ist, ist App Frontend, das ist der Name, den wir hier in der Service-YAML definiert haben, dieser hier. Ich möchte das bitte an, und ich möchte bitte, dass der Service, der Port, das muss 80 sein, ne, also aller incoming Traffic auf dieses Ding wird ohne jegliche weitere Dinge an diesen Service weitergeleitet, der irgendwie diesen Port hier hat.
Dieser Port ist ja eben das, was wir hier eingestellt haben. Ne? Ihr erinnert euch. So, was wir hier noch einstellen müssen, ist das TLS. Wir wollen ja auch diese Zertifikate haben. Das heißt, wir müssen jetzt hier genau darauf achten, dass wir hier auf der Höhe der Rule sind. Und hier schreibt man TLS. Hosts. Hier muss man einmal einrücken, genau. Ich habe immer noch nicht ganz durchstiegen, wann in YAML mal was wie wo macht. Und der Host ist test.sec.devops.uniks.de. Großartig. Und ein Secret Name brauchen wir auch noch. Den kopiere ich mal. So. Von zeitloser Schönheit. Damit haben wir unser Ingress auch fertig. Und all diese tollen Sachen brauchen wir jetzt natürlich auch in allen anderen. Steuerung C, Steuerung V. Klack, klack, klack. Dann müssen wir hier ein Staging. Zack, zack, zack. Das brauchen wir hier auch. Staging. Rödel, 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 rödel. Das hier ist jetzt Stack. Und das hier ist auch Stack. Großartig. Und hier ist Staging. Rödel, 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 rödel. Staging. Ah, lovely. Das Ganze brauchen wir natürlich auch nochmal hierfür. Steuerung C, Steuerung V. Und du bist jetzt Prot. Prot Action. Was hatten wir denn da? Wir brauchen das Rancher ja sowieso gleich. Gehen wir doch mal hier in das Lecture Rancher. Und werden uns da einmal einloggen. Nicht speichern, großartig. Ich möchte hier bitte auf New Ascot gehen, Workloads. Und das hieß Production ausgeschrieben bei uns. Ja, das ist immer wichtig. Production, großartig. Das also auch hier überall hinkopieren. Kurz kontrollieren. Registry. Warum es hier keine Completion gibt? Woher soll er denn das wissen? Ja, also, ja, ich habe das, weil ich das Plugin dafür nicht installiert habe. Deswegen gibt es hier keine Completion. Habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Nein, das sieht gut aus. Dann der Ingress, genau das gleiche. Production, rödel, rödel, rödel. Du bist jetzt App. Und App. Und in der Service bist du auch im Production und hier unten im Production. Ach, so. Argo haben wir auch fertig. Und wer weiß, was noch fehlt, damit das jetzt wirklich funktioniert? Frage in die Runde. Ein GitHub-Workflow, genau. Dafür geht man hier wieder hin. Dafür muss man als allererstes auch wieder hier in diesem Repo diese ganzen tollen Deploy, diese Keys einstellen, diese Secrets. Das mache ich hier, aber ich mache das nicht, dass ihr das seht. Das sind drei Stück. Das ist einmal URL zu eurer Docker-Registry, was bei mir registry.sec.devops.uniks.de ist. Dann braucht ihr ein Docker-Username, das ist bei mir admin. Und ihr braucht ein Docker-Passwort und das ist bei mir, das geht dich gar nichts an. Komm hierher, Widerstand ist zwecklos, secret. Na, dann habt ihr hier wieder diese drei Secrets hier unten und das Secret Actions braucht ihr. So, und wenn man das hat, müssen wir jetzt noch ein bisschen was am Dienst anpassen. Ich habe ja gesagt, damit das online die Tests funktionieren, muss man jetzt hier diesem Karma sagen, dass er für die CI extra so einen Headless-Browser benutzen soll. Und das müssen wir ihm hier in der Karma-Config geben, in dieser hier. Boah, geh doch mal weg hier. Und zwar, ich muss hier kurz in meinen Spickzettel gucken. Hier unten, und zwar hier, sagt er, welche Browser es gibt. Also welche er zum Testen nimmt. Oder welche es überhaupt geben soll. Hier sagen wir, es gibt jetzt noch ein Chrome Headless CI. Und da sagt er jetzt auch schon direkt so. Wenn wir das jetzt so ausführen, wird er das hier nicht kennen. Wir müssen jetzt hier drunter einen sogenannten Custom Launcher einfügen. Und dem müssen wir sagen, hier gibt es jetzt ein Chrome Headless CI.
Und der soll bitte basieren auf den Chrome Headless. Und wir möchten hier bitte noch eine zusätzliche Flag haben. Das ist jetzt was, das brauchen wir für die GitHub Actions. Also wenn ihr danach googelt, dann werdet ihr das finden. Da wird dann irgendwo stehen, ja, ihr müsst hier bitte die Flag no Sandbox einfügen. Und das macht man halt auf diese Art und Weise. Damit haben wir jetzt hier den zusätzlichen Headless Runner konfiguriert. Und um den zu benutzen, gibt es jetzt einen speziellen NPM-Befehl, der wie folgt aussieht, den ich euch jetzt noch ganz schnell hier zeigen möchte. Der sieht dann nämlich so aus. Oh, und das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Moment, ich muss hier kurz. Ich habe. Eieiei, ich habe meine Vorlage gar nicht richtig fertig angepasst. Unhöflich von mir. Die sieht. Das brauchen wir nicht. So aus. Marginaler Unterschied. Was das Ding hier einfach nur macht, ist, es ruft npm endTest auf und mit diesem Strich Strich sagt man, bitte gib an den Befehl, der dahinter liegt, folgende zusätzliche Parameter weiter. Einmal watch bedeutet, normalerweise startet er dieses Test wie auch den Code selbst in so einem Observer-Modus. Das heißt, wenn ihr was an den Tests ändert, dann rerunnt der die. Das wollen wir nicht. Progress wollen wir auch nicht, da soll uns die CI nicht vollmüllen, ne? Sonst macht er da die ganze Zeit, sagt er irgendwie weiter ist. Das, wir wollen ja nur wissen, ob alles fehlschlägt oder nicht und wenn was fehlschlägt, wo das passiert. Und dann sagen wir ihm explizit, mit welcher Engine wollen wir das machen. Ne? Wenn ich das jetzt ausführe, dann ruft er jetzt dieses ng-test eben mit diesen eben genannten Übergabeparametern auf und startet jetzt im Hintergrund so ein Headless Chrome, macht mit denen die Tests und er sagt, ich habe Chrome Headless falsch geschrieben. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe das gar nicht falsch geschrieben. Womit er auch, glaube ich, relativ recht hat. Ich muss hier nämlich, glaube ich, noch was anpassen. Und muss gerade ganz schnell hier einmal durchscrollen, an welcher Stelle das der Fall ist. Nee, das war eigentlich schon richtig. War schon sehr, sehr richtig. War mal schon so richtig, richtig, richtig. Komm hierher. Wo versteckst du dich? Da. Das haben wir gemacht. Karma-Conf haben wir gemacht. Ich mich vertippt. Wir kopieren das am besten nochmal aus der Vorlage. Nicht, dass ich euch hier Mist zeige. Das passiert nämlich sehr, sehr schnell. Browser. Headless Chrome. Custom Launchers. Sieht irgendwie fast genauso aus. Egal, wir starten das nochmal und gucken, ob wir das jetzt. Ah, ich glaube, ich habe mich hier bei dem Launcher. Das heißt nämlich Launchers. Und da habe ich mich beim letzten Mal auch schon verschrieben, habe ich ein S vergessen. Naja, jetzt hat das funktioniert. Ne? Also ihr seht, das ging relativ flott. Hat da jetzt hier irgendwie 3 von 3 Tests ausgeführt. Und wenn ich das nicht mache, nochmal ganz schnell zum Unterschied, dann startet der jetzt ein Chrome. Ne? Also ihr wird jetzt gleich ein Browser aufspringen und der wird dann irgendwie Tests ausführen. Da. Ne? Und damit das nicht passiert, muss man halt diesen Headless benutzen, weil sonst, ihr seht hier jetzt, der startet den jetzt die ganze Zeit neu und ich muss den jetzt hier wirklich töten, damit er das nicht tut. So, das heißt, wir haben unsere CI jetzt auch fertig, so gut wie es geht, konfiguriert. Das heißt, wir machen jetzt die YAML-Datei. Und bei manchen von euch habe ich schon gesehen, funktioniert das nicht so richtig. Deswegen gehen wir hier über Actions. Setup Workflow Myself. Eieiei, wir haben es fast. Jetzt müssen wir den ganzen Driss auf jeden Fall auch erstmal vorher pushen und alles vormerken, committen. Wir haben jetzt gerade ganz viel Kram hinzugefügt. Das sollten wir machen, bevor wir die YAML, wenn wir das jetzt nicht machen, dann passieren komische Dinge. Feed CI/CD add needed files. Ne, ganz wichtig, dass wir den Kram jetzt pushen, bevor wir die CI einstellen, weil sonst funktioniert das ja jetzt gleich alles nicht. So. Dann kopieren wir uns doch erstmal den ganzen Anfang für die Jobs. So, das bleibt erstmal alles gleich. Wir wollen das irgendwie auf Master und Dev machen. Und wir wollen als Jobs irgendwie als allererstes die Tests laufen lassen. Die Tests sehen dann irgendwie so aus. Komm hierher, Test. Ne, wir haben da auch wieder irgendwie, das soll bitte auf diesem Self-Hosted Default laufen. Wir checken das aus. Also wir klonen das. Wir machen Node.js einrichten. Und dann wird es ein bisschen wild. Aus mir unerklärlichen Gründen
Ist GitHub der Meinung, dass es eine richtig gute Idee ist, so ein kleines Mini-Ubuntu hier als Image zu benutzen, was so ungefähr nichts installiert hat. Das heißt, diese ganzen Libraries hier, die müssen alle mit installiert werden. Ich lasse das hier kurz stehen, damit ihr das lest. Das ist irgendwie diese alle hier, die müssen, ihr müsst ihr mit installieren in dieses Skript mit rein, sonst funktioniert das mit dem Deploy nicht. So, wenn ihr das nicht tut und das vergesst, dann sieht euer, welches ist es denn jetzt hier? Dieses hier, Preset. Ja, dann, nee, das ist da das Richtige. Ich möchte ja das hier auch wieder falsch. Hä? Preset Demo. Demo, das hier. Warum auch immer er mir das jetzt hier nicht mehr anzeigen möchte. Auf jeden Fall, bei mir ist das ein unendlich riesiger Git-Tree. Also wirklich riesig. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 35 Commits machen müssen, um rauszukriegen, welche dieser blöden Libraries da alle installiert werden soll. Bitte guckt danach, googelt es sonst, nehmt alle. Das sind auf jeden Fall die, die man braucht, damit es geht. Und dann muss man hier noch Chrome mit installieren. Das macht er hier nämlich auch. Der installiert hier Chrome mit. Das macht das hier. Das hier installiert so ein Headless Chrome in sein Git CI rein. Und dann muss man ihm hier noch sagen, wo der Chrome rumliegt. Und dann funktioniert es wirklich. Und dieses minus legacy peer devs ist auch ganz wichtig. Wir benutzen nachher als Oberflächenbibliothek nicht Bootstrap, sondern was Cooles Neues. Die sind aber noch nicht auf Angular 14 migriert. Das heißt, wenn ich diesen Befehl nicht damit hinschreibe und versuche npm install aufzurufen, wird er mir sagen, Alter, ich kann das nicht runterladen, weil die Library, die du benutzt, ist noch für veraltete Dependencies gemacht. Und ich sage ihm aber, geh mir nicht auf die Nerven, die haben gesagt, das funktioniert, installier das doch einfach. Also hinnehmen. Wir sind, also Angular ist schneller als die ganzen anderen Libraries, aber ich möchte bitte die neue Version von Angular benutzen und versuche jetzt, so gut es geht, die neueren Versionen von allem anderen nachzuziehen, aber da müssen wir jetzt durch. Naja, dann kommt dieser wilde npm-befehl, der das alles ausführt, und dann haben wir unsere großartigen Tests ja auch schon fertig. So, dann ist das nächste, was man ja machen muss, Publish. Ne? Also müssen wir jetzt hier irgendwie unseren Docker bauen. Ihr erinnert euch auch hier, das ist irgendwie der ganze Standardkram wieder. Ist das gleiche wie bei Nest.js. Hier haben wir also auch irgendwie dieses Self-Hosts und Defaults. Ich sage bitte, das Publish soll nach dem Test laufen. Als Step haben wir dann wieder, klon dir das, hol dir bitte die Version, die da drin steht, und dann führ bitte ein Docker-Build aus. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen was anpassen. Ach, habe ich schon, dass hier überall App-Frontend steht. Großartig. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt wieder noch diese Skripte, die uns die Kubernetes-Sachen überarbeiten. Das ist einmal Prepublish Dev und Prepublish Master. Ich kopiere es hier einfach mal komplett und wir gehen es zusammen durch. So, Prepublish. Boah Gott, Prepublish Dev ist ja schwierig. Und das ist auch Pre, ich bin dumm, das ist Post. Eieiei, Freunde, ey. Freunde. Das habe ich beim letzten Mal schon falsch gemacht. Pre ist ja davor und Post ist danach und eieiei. Naja, Post-Publish Dev heißt das natürlich. So, den Dev wollen wir nur machen, wenn wir auf Dev was gemacht haben. Dann bitte auschecken, Version holen, hier diese Kubernetes-Update-Geschichte aufrufen. Die Datei liegt in Argo Testing Deployment. Bitte hol dir die Version davon. App-Frontend ist der Name, das hier ist wichtig, ne? Und das tun wir bitte auch für Staging mit, dann das Ganze hier irgendwie committen, pushen, ist alles das Gleiche. Es gibt ja dieses GitHub-Token und der Branch ist eben der, auf dem wir uns gerade befinden. Und exakt das Gleiche für den Master eben, dass wir hier jetzt nur einmal Test haben, Staging und Production. Also alles drei. Ich hätte noch eine Frage. So, da ist eine Frage. Kommst du nochmal darauf zurück, dass wir momentan bei dem Backend haben wir es ja noch nicht geschafft, oder war es bei mir das Problem, dass in dem, ich habe den Namen vergessen, verdammt, im Argo? Ja. Bei Dev nichts Neues bilden. Ja. Ja. Kommst du noch dazu? Ja. Gut. Es kam gerade noch ein Hinweis, den zeige ich euch aber auch gleich. Ich mache dafür jetzt gleich mal was ganz Wildes. Ich werde hier einfach mal ganz kurz einen neuen Zweig machen, den Dev nennen und den pushen, damit wir hier auch einen zweiten Zweig haben. So, großartig. So, das machen wir Start Commit. Wir nennen das hier Feature CI add needed YAML. Commit new file, drücken die Daumen und hoffen, dass das funktioniert und dass das uns jetzt hier nicht komplett um die Ohren fliegt. Wir gehen hier mal hin in die Actions. Sehen das jetzt hier irgendwie den ersten. Ich klicke das jetzt hier einfach mal. Okay, GitHub! Okay! Ich versuche das nochmal. Also das wäre jetzt doof, wenn GitHub keine Lust hat.
Danke, GitHub. Wir lassen das mal laufen. Als nächstes konfigurieren wir das Argo. Argos. Ui, Punkt, Zack, Punkt. Das da. Und hoffen, dass das diesmal mit dem Login hier sofort funktioniert und mich das jetzt hier nicht wieder nervt. Oh, könnt ihr euch erinnern, was ich beim letzten Mal gemacht habe, dass es ging? Du bist auf dein Testing gegangen. Nee, ich bin nicht auf mein Testing gegangen. Ich habe das eingestellt. Ich muss hier irgendwo die richtige Ressource kopieren. Ich finde das. Das hier möchte ich mal nicht haben. Plup. Plup. In fort. Weg mit dir. Zack. Ich möchte nämlich, glaube ich, nicht, dass ihr das jetzt seht. Ja, vielleicht das hier. Nö, das war es nicht. Die CI läuft derweil weiter und die läuft tatsächlich gerade relativ, also noch funktioniert es, möchte ich sagen. Seinen Danke. So. Gucken wir nochmal hier. Ja, testen hat er schon fertig. Jetzt ist er gerade am Publishen. Das ist großartig. Ja, das dauert alles noch ein bisschen, bis er da fertig ist. Machen wir hier mal bei Argo weiter. Genau, wir müssen hier jetzt auch wieder, ne, irgendwie so Manage Repositories, da müssen wir jetzt auch das Frontend hinzufügen. Das geht jetzt hier wieder über dieses Connect Repo über SSH. Da gehen wir hier hin, kopieren uns hier, dicke Finger, zurück, hier, Code, hier muss man auf SSH umschalten, geht das hier rein, ins Default-Projekt, ja, hat ja vollkommen recht, da soll das hin, hier soll bitte App Frontend und hier muss dieser private SSH-Key rein, der euch nichts angeht. Ah, ich kann euch vielleicht nochmal zeigen, wie man den herholt. Dafür muss man hier in Ubuntu gehen. Ich habe das mit meinem Root-User generiert, das heißt, ich muss sudo vorher machen und mir hier Root-Rechte holen. Dann gehe ich in den Root-Ordner, das mache ich mit CD, da gibt es einen Punkt SSH-Ordner, in den geht man rein. In dem liegen jetzt hier diese GitHub-Hub und GitHub-Rim und man muss hier jetzt Cut GitHub machen für den privaten Key, den ich euch aber nicht zeige. So. Den kopiert man sich großartigerweise und fügt ihn dann hier ein. Dann sagt man hier nichts weiter mehr und sagt Connect. Und dann war das hier successful und der hat das eingebunden und jetzt können wir von da aus auch Sachen anlegen. Gucken hier nochmal derweil, was unsere Action so treibt. Hat auch schon fertig gepublished, ist großartig. So, dann machen wir hier jetzt wieder, ich bin jetzt wieder auf Apps gegangen, New App. Der App-Name soll bitte App Frontend-Testing. Das soll bitte im Default-Projekt sein. Das soll automatisch anlegen. Das lassen wir alles so, wie es ist. Repository-URL soll bitte dieses... Oh no, was habe ich jetzt gemacht? Backend, das Open. Ja, ich habe vergessen. Warum steht denn da nicht Frontend? Das hast du nicht mit eingestellt als Präfix. Oh nein, ich habe das nicht als Präfix eingestellt. Okay, oh, naja, ist egal. Genau, ihr pass.argo/testing. So, was richtig aufgefallen ist, wenn ihr Sachen auf den Testing committet, dann müsst ihr ihm das hier auch sagen in diesen Branches, dass die Sachen auch auf Testing liegen. Ne, man kann hier Branches einstellen und ich kann hier auch Dev und Master auswählen. Also, ne, der, wenn ihr etwas, wenn ihr hier nicht, man muss hier, man muss hier Dev und Master einstellen. Dev und Master. Aber anscheinend geht nur einer. Auf jeden Fall, das Testing-Ding soll ja nur gemacht werden, wenn auch Dev und Master, also der muss irgendwie beides. Ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, wie er auf beide hört. Ich vermute mal, ihr müsst für jeden Branch hier auch nochmal eine eigene App anlegen, damit das geht. Ne? Also er sagt ja hier zum Beispiel auch, ne, irgendwie Branches, Text, Commit, Hashes und Symbols, Refs are allowed, e.g. Master, irgendwelche Versionen oder Head. Wir lassen hier Head ist immer der Master. Also das, was vorne ist. Wenn ihr das möchtet, dass der auch dann Sachen ändert, wenn ihr auf den Dev pusht, der also dann diese ganze Geschichte hier ausführt, dann müsst ihr hier eine zweite App anlegen und ihm sagen, dass er da auch auf den Dev hören soll, sonst geht das nicht. So, das muss hier hin, das soll bitte in den Testing Namespace. Und jetzt gucken wir hier nochmal, die CI hat durchgelaufen, das ist großartig. Und das heißt, wir können hier Create drücken. Ich zeige das jetzt hier gerade auch erstmal nur exemplarisch für dieses Testing. Wir haben keine Zeit und deswegen mache ich es nur dafür und der andere Kram ist ja eigentlich relativ klar, was da passiert.
Ich möchte nur kurz sagen, dass der hier jetzt halt ein bisschen mehr anlegt. Ne? Also der macht jetzt hier irgendwie diese Frontend-Geschichten, das Backend, und legt hier dieses Ingress noch an, wo er jetzt auch, wie ihr hier seht, diese Secrets anlegt, die er wahrscheinlich nicht hinkriegen wird, weil ich diese Weiterleitung noch nicht eingerichtet habe. Ne? Also hier hat er jetzt auch das Frontend-Ingress eingerichtet und versucht das jetzt hier zu machen. Das wird er aber nicht hinkriegen, weil wenn ich auf test.sec.devops.uniks.de gehe, dann ist das Seite nicht gefunden. Deswegen richte ich das ganz schnell noch ein nebenbei und wir machen eine ganz kurze Habt ihr Fragenrunde? Oder seid ihr noch bei mir? Ich meine, bisher haben wir ja nur Standardkram gemacht vom letzten Mal. Hört ihr mir noch zu? Seid ihr noch bei mir? Sehe ich einen Daumen hoch? Oh, jetzt brauche ich ein Runtime-Passwort. Sehr gut. Dann frage ich als nächstes mal, hat schon mal jemand was mit Angular gemacht und kennt sich damit aus? Ja, Max meldet sich. Die anderen beiden schlafen. 03. Oh, jetzt hat sich das geändert. So, großartig. Entschuldige diese schwache Vorbereitung. Ich war letzte Woche leider so in Hektik. Musste so viel Alkohol trinken und Wissenschaft machen. Da habe ich das total vergessen. Aber das ist nicht schlimm. Ah, ganz wichtig, alle, die eine Domäne von mir gekriegt haben, müssen mir noch eine E-Mail schicken und mir das sagen, damit ich mir das merke. Ich vergesse das sonst, euch das einzurichten. Deswegen schreibt mir bitte eine Mail, damit ihr noch diese Testing- und Staging-Routen von mir bekommt. Das vergesse ich sonst. Und das hier ist natürlich jetzt ein großartiger Test, um rauszukriegen, ob ihr meine Vorlesung hört. Ja, und ich würde das hier wirklich gerne machen, aber irgendwie ist das Internet hier gerade so ein bisschen... Da, jetzt haben wir es. So, ich möchte hier bitte einen neuen Record hinzufügen. Und zwar möchte ich test.sec.devops und das soll bitte an diese IP bitte weitergeleitet werden. Danke. Und dann möchte ich noch einen Record und das soll stack.sec.devops sein an dieser IP. Ja, bitte, save all changes. Sollen wir die entsprechenden IPs auch nochmal mitschicken? Und bitte auch die IPs mitschicken, ja, damit ich das nicht vergesse. So, großartig. Dann kann ich mich jetzt wieder ausloggen. Also der Unterschied ist jetzt, dass wenn ich hier test.sec.uniks.devops. Sag mir bitte nicht, ich habe da jetzt gerade ein S vergessen. Oh, Freunde. Habe ich schon gesagt, dass es heute eh länger wird? Ist also nicht so schlimm. Ist aber auch alles nicht so wild. Wir haben nächste Woche ja auch noch und ich glaube, ich verschiebe sowieso Teile der Vorlesung nach nächste Woche, weil das sonst alles zu hektisch und zu viel wird. Und wir sind auch schon fast am Ende. Nächste Woche gibt es auch noch mal Hinweise zur nächsten Meilensteinabgabe, also der dritten Hausaufgabe, also die letzte Hausaufgabe vor dem eigentlichen Projekt. Ne? Das nicht vergessen. Und wir haben auch immer noch offen, dass ihr mir sagen müsst, welches Unternehmen ihr machen wollt für euren Shop und was der verkaufen soll. Da habe ich auch noch nicht von so vielen Rückmeldungen bekommen. Das solltet ihr bitte auch mal jetzt demnächst machen. Das wäre richtig, richtig fetzig. Gucken wir mal noch. Nee, der hier ist noch. Ist der noch dran? Tut der noch Dinge? Ja, der tut noch Dinge. So. Wo haben wir es denn jetzt hier? Test.sec.devops ist irgendwie ganz schön richtig. Und stack.sec.devops ist auch irgendwie ganz richtig. Und das ist auch die richtige IP. Das ist auch die richtige IP. Großartig. Dann weiß ich nicht, was sein Problem ist, aber auch das finden wir heraus. test.sec.devops.uniks.de. Na gut, ist hier nicht. Müsste eigentlich sowas wie ein Default-Backend kommen, aber manchmal ist auch einfach... Also, diese DNS-Einträge können manchmal einfach ein bisschen dauern. Das ist normal, dass das ein bisschen hängt. Ne? Das ist, gehört dazu. Wir lassen ihn jetzt hier erstmal rödeln. Das ist auch alles nicht so schlimm.
Die Dateien, die ich hier gezeigt habe, sind ja die, die man braucht, um das alles einzurichten. Das hat auch alles soweit funktioniert. Ich habe hier auch nichts vergessen, wie ich mir das scheint. Argo einrichten, URL habe ich gesagt. Genau. So, und was ich jetzt noch machen muss, das habe ich beim letzten Mal total vergessen. Unser Frontend muss ja irgendwie auf das Backend zugreifen. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, deswegen brauchen wir kein Ingress für das Backend, weil das tun die ja intern. Aber das war ja natürlich vollkommen falsch. Der Frontend-Dienst, der provided ja nur die Seite. Euer Client, also euer Browser, führt das ja aus und der muss natürlich einen Ingress für das Backend haben. Ne? Der muss da ja drauf zugreifen können. Deswegen müssen wir auch unser Ingress im Backend nochmal anpassen. Beziehungsweise müssen wir es hinzufügen. Wo haben wir es denn hier? Demo Backend. Zack. Ne, hier haben wir nur ein Deployment und ein Service und hier brauchen wir jetzt auch jeweils nochmal eine sogenannte Ingress-Datei. Ne, neue Datei, ingress.yaml. Und die kopiere ich mir hier aus meinem großartigen. Ingress, es ist new.new-askert, Backend Ingress unter Testing und testsec.devops.uniks. Und hier als Pass müssen wir jetzt /api/v1, weil das ist der Basispfad. Ne? Das ist der Basispfad. Wir könnten jetzt hier in dem entweder diesen Ingress hier auf v1 noch ändern, dann kann der nur v1 machen. Oder was eben besser ist, wir fügen dann hier später einfach für jede Version unserem API-Pass halt nochmal so eine Regel hinzu. Ne, damit ein Ingress für die gesamte Anwendung das Ganze macht. Ne, und der soll hier auf dieses App-Backend 3000 und bette dann hier auch auf sec.devops. Und das im Backend-Secret bitte. Großartig. So, das Ding kopieren wir. Schließen, damit wir hier auch das Richtige bearbeiten. Das kopieren wir auch hier nochmal in Production. Schließen, das Richtige. Staging, ohne Anschreien. Staging. Jo. Stack, großartig. Und hier New Asket. Production. Und hier soll das bitte App. Dankeschön. Und auch das committen wir. Feed CICD at Ingress. So, großartig. Jetzt haben wir aber tatsächlich auch mal alles geschafft. Jetzt sind wir hier mal so, dass das alles auch wirklich funktioniert. Den hier brauchen wir nicht mehr. Den hier brauchen wir. Gucken wir hier nochmal kurz, was hier so passiert. Der kriegt das immer noch nicht hin, weil der DNS-Eintrag noch nicht da ist. Das ist aber in Ordnung. Soll er machen. Ich werde in dem Discord das schreiben, falls ich noch irgendwas geändert habe dafür. Aber ich glaube, dass der muss jetzt einfach mal eine Runde rödeln. So, das alles brauchen wir hier nicht mehr. Das brauchen wir auch erst einmal nicht mehr. So, wir brauchen aber das hier. So, wir bauen jetzt eine großartige Anwendung. Und zwar machen wir das jetzt so. Ich fange erstmal an und ich baue mit euch eine grundlegende Anwendung. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Dafür brauchen wir eine Oberflächen-Library. Also Angular ist ja das Framework, und also der uns hier Controller und so die ganzen Geschichten gibt. Also das MVC-Pattern. Und jetzt brauchen wir irgendwie noch Oberflächendinger. Oberflächendinger sind für gewöhnlich Bootstrap und ich benutze diesmal aber Clarity. Clarity kommt von hier. Das hat eine wunderbare Integration in Angular, ist von VMware und finde ich schöner als Bootstrap, weil ich hasse Bootstrap. Das ist, hat einfach nur eine Aversion von mir gegen Bootstrap zu tun. Und das installiert man auf diese Art und Weise. Da hat man irgendwie so ein CTS, Core, dann irgendwie Clarity Icons und Clarity Angular und Clarity UI. Also UI, Icons und Core ist Basis und Angular ist die Erweiterung für die Angular Library. Das gibt es auch für Vue, React, React Native und.
Und das machen wir minus minus save und eben diese Legacy Peer Devs, weil sonst zickt der nämlich jetzt gleich rum, dass das Clarity gibt es in Version 13, das ist auch noch nicht in Version 14 und das wir wissen, dass das alles böse ist, aber wir nehmen das einfach so hin. Ah. So. Das hier schließe ich mal, das hier mache ich mal groß. Ich brauche nämlich jetzt gleich das hier. Richtig? Ja. So, jetzt haben wir das eingebunden. Jetzt müssen wir dem Angular aber noch sagen, dass es das auch gibt. Und das macht man in dieser Angular JSON. Ja, hier konfigurieren wir jetzt, dass es dieses Clarity gibt. Und das sagen wir ihm, indem wir hier unten, wo haben wir es? Hier gibt es ja diese Styles. Hier werden die normalen Styles integriert. Hier sagen wir ihm jetzt, was er denn noch integrieren soll. Und ich sage ihm, das soll einmal bitte von den Node-Modules die Icons sein und die UI im Dark Mode. Wir entwickeln nur im Dark Mode, ich finde das fancy. Und dann muss man ihm bei dem Skripten noch sagen, hier, dass er bitte die Skripte für die Icons laden soll. Ne, also der tut da so ein bisschen im Hintergrund, das ist ein bisschen JavaScript-Magie, deswegen muss man ihm das hier einfach sagen. So, und dann müssen wir noch was ganz Wichtiges machen. Es gibt hier so ein Budget. Mit einem Budget stellt man ein, wie groß darf die Anwendung denn maximal sein. Die müssen wir hier von 1 auf 5 MB umstellen. Eigentlich würden auch 2,5 reichen, weil am Ende ist das irgendwie 1,6 MB groß, aber wir machen das hier mal großzügig. Hier kann man also Optimierung machen, wenn man das möchte. Hier wird zum Beispiel auch eingestellt, dass beim Production einfach diese Environment-TS ausgetauscht wird mit dem Inhalt aus der Production-Environment, weshalb man überall immer nur diese hier beim Import verwendet. So, und dann muss man das, glaube ich, damit das auch alles so richtig funktioniert, hier unten das bei den Tests, ne? Hier gibt es den Testbilder, da muss man das auch sagen, dass er da bitte das Clarity Framework mit benutzen soll und dass er bitte auch diese Node-Modules hier für das Skript benutzt. Großartig! Jetzt haben wir Angular beigebracht, dass er bitte Clarity auch zusätzlich verwenden soll. Jetzt können wir anfangen und unsere App basteln. Eieiei, ich bin schon ganz aufgeregt. Wir gehen also in App. So, Einstiegspunkt, habe ich ja gesagt, ist dieses Modules-Gerät hier. Das heißt, an der Stelle werden wir auch erstmal als allererstes dieses Clarity importieren. Das funktioniert über diese Imports hier, hätte man es auch anders erwartet. Macht man hier einfach ein Clarity-Module brauchen wir hier. Jetzt hat man das schon drin. Ich starte die Anwendung mal, das ist ganz wichtig. App Start. Mach das hier klein. Oh, wir haben hier ganz schön viele. Naja, egal. So, das wird am Aussehen wahrscheinlich erstmal noch gar nichts verändern, groß, dass wir jetzt hier dieses Clarity benutzt haben. Außer, dass das jetzt eventuell in Dark Mode ist, aber selbst das noch nicht mal. Rödel. Es dauert jetzt ein bisschen länger, weil er das Clarity schon mitkompiliert. Wir gehen hier mal auf Localhost. So, ist hier die Anwendung von vorhin und die verändern wir jetzt nach und nach. So, als allererstes möchte ich den Standardkram, der hier in der App-Komponente drin ist, den möchte ich bitte weghaben. Weg damit. Das gleiche gilt hier auch für die App-Komponente. Das brauchen wir schon mal nicht. So, jetzt kann ich ganz grob schon mal erklären, wie so eine Komponente funktioniert. Eine Komponente ist immer eine Zusammenfassung aus Model View Controller. Und das kann man sich vorstellen, wie hier ist das Modell, das ist die View. Das ganze Ding hier ist der Controller und das Modell ist halt so ein bisschen da drin integriert, wie man das halt gerade haben möchte. Man macht so ein Controller-Binding. Das Modell existiert hier nur implizit. Man könnte es auch eigentlich Controller-View nennen oder View-Model-Model-View, aber ja, da liegen die Dinge auch dann irgendwie wieder begraben. So, und man hat beim Aufbau von solchen Apps immer einen Standard. Ne? Apps im Web sind immer gleich aufgebaut. Oben ist eine Navigation-Bar. Wo man irgendwie sich einloggen kann, wo man einzelne Reiter anwählt und darunter ist so ein Hauptbildschirm. Und auf diesem Hauptbildschirm werden dann immer Inhalte angezeigt. Und genau das bauen wir jetzt erstmal. Das ist nämlich das, was ganz außen rum ist. Dafür gehen wir hier in die Main, also in das App Component HTML und müssen so ein alles umrandendes insgesamt Anwendungsding machen. In Clarity heißt das Ding Main Container. Das ist unsere App. Und da drin muss es einen Header geben, also das alles jetzt hier schon Dinge von Clarity, das sind sogenannte Webkomponenten. Das heißt, die werden cross-Plattform kompiliert, die kann man überall benutzen, das ist total wild, kann man sich mal angucken, was Webkomponenten sind, ist wirklich der Hammer. So, und in diesem Header, da soll die Navbar rein. Und dann brauchen wir noch
Daneben den Hauptcontainer. Das macht man dann, der wird hier Content-Container genannt. Und in dem Content-Container ist die Content-Area drin. Man kann hier in diesen Content-Container noch zusätzliche Sub-Navigations und so eine Master-Detail-View machen. Deswegen haben die das nochmal unterteilt. So, und hier drinne, hier kommt ein sogenannter Router-Outlet hin. Eieieiei, was ist denn ein Router-Outlet? Also, ich habe ja eben gerade gesagt, das ganze Ding ist eine Single-Page-Application. Ne? Was der tut hier in dieser Index.html, lädt er die App Root. App Root haben wir hier oben definiert in der Komponente, das ist diese hier, das ist dieser Selector hier. Das heißt, diese Komponente ist die App Root. Die App Root wiederum besteht aus diesem HTML-Template, wo es einen Header gibt, dann diese Content Area und darin ist ein Router-Outlet. Und dieses Router-Outlet, das ist die dynamische Komponente, die jetzt ausgetauscht wird, je nachdem, welche Route ich angeklickt habe in Angular. Also zum Beispiel /home oder /travel oder /guten Morgen. Ändert der entsprechend dazu hier den Inhalt von diesem Router-Outlet. Und das heißt, so sieht das jetzt total aus. Wir haben hier oben eine Navigation-Bar und ein Hauptding und das im Dark Mode. Das ist das, was wir jetzt gerade eben gemacht haben. So, und ich finde diesen Header, den füllen wir als allererstes mit Leben. Ich bin ja jetzt relativ oldschool, wie das aussieht. Ich bin immer, links muss irgendwie ein Logo und der Name sein und rechts müssen dann irgendwie so Navigation-Elemente sein. Das heißt, wir machen jetzt hier ein, da gibt es wieder einzelne Klassen für, ist der Hammer. Hier heißt das Branding, das ist jetzt das Logo. Ich mache daraus einen Link, damit man das alles anklicken kann, damit ich immer, wenn ich auf oben links den Logo und den Namen klicke, wieder auf die Hauptseite zurückkomme. Deswegen, das macht man mit diesem A. Div sind einfache Container, A steht für Link. Und da macht man jetzt ein Router-Link, das ist jetzt was von Angular. Mit einem Router-Link kann ich sagen, wenn ich da drauf klicke, wo soll er denn hin navigieren? Naja, und das ist jetzt hier einfach nur ein Slash. Und weil der Slash einfach leer ist, kann man das auch leer lassen. So, mit Class verändere ich immer das Aussehen. Ne? Dieses Class ist ein CSS-Binder, da kann ich mal sagen, wie sieht das da drin aus. Und hier soll er als Klasse bitte den Nav-Link haben. Das habe ich alles aus der Dokumentation von Clarity. Das steht da unfassbar detailliert beschrieben, welche HTML-Text darf ich in welcher Verbindung, mit welcher Klasse und wie und überhaupt benutzen und wann macht das Sinn und wann nicht. Das steht da sehr genau beschrieben. Allerdings ist die Seite von denen ein bisschen buggy. Manchmal muss man auf die Navigationselemente häufiger mal klicken. Warum das ist, weiß ich auch nicht. So, und ich möchte jetzt, dass das so eine Kombination aus Schrift und Icon ist. Das heißt, man benutzt hier so ein Clarity-Icon, sagt, welches Shape das ist und weil wir ja so ein Reisegerät machen, möchte ich jetzt hier bitte so einen Kompass. Kann man online auch nachgucken, welches da gibt, bitte auf der Clarity-Dokumentationsseite nachgucken. So, dann möchte ich da irgendwie so ein Span. Span ist eigentlich nichts weiter als immer nur so ein, als ein, ja, so eine, das ist einfach nur ein Stück Text. Span ist immer so ein einzelnes Stück Text, was einzeilig ist. Und das soll als Class bitte Title haben, kommt auch von Clarity. So, und da drin steht jetzt irgendwie der Name unserer App, das soll halt irgendwie Tourist sein. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ja, haben wir da jetzt großartig unser tolles Logo mit dem Tourist. Und ich kann das anklicken und da unten links sieht man so ganz klein, wenn man gute Augen hat, dass da Localhost 4200 steht. Also navigiert er mich halt eben entsprechend zu der obersten Route, die da irgendwie Slash ist. So, jetzt möchte ich hier irgendwie noch... Hier möchte ich dann später so Navigations haben, wo kann ich denn überhaupt hingehen? Sowas wie Home, My Travels oder was weiß ich. Und hier rechts möchte ich einen Knopf für Login, Logout haben. Das heißt, hier binden wir unser Keycloak ein. So, das heißt, ich brauche jetzt hier nach dem Branding, mache ich jetzt ein, wir sind immer noch im Header, gibt es die Div Class, einmal der Header Nav. Das ist für die ganzen Navigation Links und dann gibt es noch ein Class für Actions. Actions ist jetzt so, dass die definieren das, Branding ist ganz links, Nav ist in der Mitte und Actions sind ganz rechts. Weil rechts sind dann irgendwie immer sowas wie Settings, Login, Logout und all solche Geschichten. So. Eieiei, machen wir das jetzt hier direkt schon so. Die Navs lassen wir mal ganz kurz weg, weil das wird später, das wird ein bisschen kompliziert. Und was ich jetzt hier irgendwie haben möchte, ist erstmal so ein Link. Der soll aber nirgendwo hin routen, außer zu, wo ich gerade bin. Deswegen lassen wir den jetzt auch einfach so.
Und der hat als Klasse NavLink NavText. Das heißt also, es ist ein klickbarer Text. Mehr heißt das an der Stelle nicht. Und was ich bitte möchte, ist, dass wenn ich den anklicke, dann soll eine Methode mit dem Namen Login angefeuert werden. Und hier soll bitte stehen Login. Boah, großartig. So möchte ich das bitte haben. Jetzt wird er wahrscheinlich nicht kompilieren, weil er sagt, er kennt diese Methode in App-Komponente gar nicht. Da sage ich, das ist überhaupt gar kein Problem. Bitte macht ihr da keinen Stress. Wir machen die hier einfach. Public Login. Wichtig ist, dass man hier jetzt Public schreibt. Wenn man hier Private schreibt, dann findet er die Methode nicht. Die muss hier Public sein, damit man die in dem Template verwenden kann. Login. Boah, großartig. Ja, kannst du Public auch weglassen. Ja, man kann Public auch weglassen, weil automatisch alles Public ist, wenn man es nicht dran schreibt. So, jetzt haben wir hier einen großartigen Login-Knopf, wo nichts passiert, wenn ich draufklicke. Ich möchte jetzt aber, dass der sich da einloggt. Eieiei, Freunde, jetzt brauchen wir Keycloak. Ich habe gehofft, das ist schneller. Okay, es wird jetzt wirklich, jetzt wird es wild. Also. Machen wir das jetzt? Ja, also. Erstmal müssen wir das Gerät hier wieder stoppen. Und wir installieren Keycloak. Das tut man auf folgende Art und Weise. Keycloak Angular ist die Integration von Keycloak.js in Angular. Keycloak.js ist der Adapter, um mit Keycloak zu sprechen. Und da müssen wir auch wieder --save und diese Legacy-Peer-Debs machen, damit der da halt sagt, ja, Versionen sind unterschiedlich, ich weiß, das geht mir nicht auf die Nerven. So. Dann warten wir kurz, das ist fertig, sehr gut. Wie auch im Backend müssen wir ihm jetzt sagen, wie ist das Ganze denn hier konfiguriert? Das macht man hier in diesem App-Module. Na, hier müssen wir jetzt auch in diesen Imports sagen, alles klar, wir brauchen erst einmal das Keycloak Angular Module, ganz wichtig. Und jetzt müssen wir was providen. Wir müssen einen sogenannten Keycloak Service providen, der am Ende dieses Login macht und die Redirection zu Keycloak und uns von Keycloak, wenn wir eingeloggt sind, wieder zurück auf unsere Seite holt und irgendwie in den Cookies so ein Login, so ein API-Key ablegt. Das macht man folgendermaßen. Da definiert man für eine Function, und die nennt man initializeKeycloak. Die bekommt ein Keycloak übergeben, und zwar einen Keycloak-Service. Ich habe das auch von der Dokumentation von denen, also so beschreiben das, dass man das so machen soll. Und diese Funktion returnt eine Konfiguration. Returnt eine Funktion, ein Lambda, welches wiederum eine Initialisierungsmethode aufrufen, nämlich die von diesem Keycloak-Service hier. Keycloak.init muss man da drin aufrufen. So, und hier kann man das ganze Gerät jetzt großartig konfigurieren. Hier muss man sowas sagen wie config. Und ihm sagt man ihm jetzt irgendwie, ja, wo ist denn die URL von Keycloak? In welchem Realm existieren wir? Und wie ist die Client-ID? Also, wie ist die ID von dem Client, gegen den wir uns verbinden sollen. Im Backend erinnert ihr euch, da haben wir so einen Bearer-Only-Kram eingerichtet, das müssen wir jetzt gleich auch noch hier machen. So, und dann müssen wir ihm hier noch so ein paar Init-Options mitgeben. Und zwar sagen wir ihm, onload, sollst du bitte ein Check machen, sind wir denn eingeloggt? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie auf eine Route zugreifen, auf die wir nicht zugreifen dürfen, dann prüft er hier nochmal so ein, bist du eingeloggt, und dann redirectet er einen auf die Login-Seite, wenn das nicht der Fall ist. Und jetzt können wir hier noch so ein bisschen Performance rausholen, also das ist ultra imperformant, weshalb man hier so ein Silent Check SSO Redirect URI angibt. Damit sagt man, bitte öffne ein iFrame und leg dieses iFrame über die Anwendung, lädt da Keycloak rein und dann schließt das iFrame wieder und zeigt die Anwendung an. Man erspart sich damit einen Sprung zu Keycloak und wieder zurück. Das heißt, die Anwendung lädt deutlich schneller, wenn man diesen Login gemacht hat, und es fühlt sich nicht so an, als wenn man die Seite verlässt, weil der nicht so ein Neuladen macht. Das ist jetzt so ein bisschen UX und also ist jetzt so ein bisschen User Experience an der Stelle. Und diese Datei dafür, die legen wir jetzt gleich an, wohin der redirecten soll. Und diese URI ist Window. Mit Window sagt man immer, das ist so die große Umgebung, sowas wie Root. Da kann man mit Location auf die aktuelle, auf die Haupt, also auf die Route zugreifen. Und die kann man nach ihrer Origin fragen. Das ist jetzt am Ende
der Pfad, wo die Anwendung im Docker am Ende läuft. Also sowas wie slash user slash share irgendwas ist das. Und da sagen wir ihm, alles klar, ich möchte bitte den Ordner Assets und da die Datei silent-check, oh, ich sollte ja wirklich Minus machen, check-sso.html, die ruf doch bitte mal auf. Die legen wir hier jetzt in diesen Assets-Ordner an. Neue Datei, silent-check-sso.html. Also das ist jetzt gerade optional, was ich mache, holt aber extrem Performance raus. Und da kopiert man das hier rein, das findet man genau so, wie es da steht, in der Dokumentation von denen. Das Ding sagt einfach nur, alles klar, wenn es fertig ist, dann... Der benutzt hier Browser, also das, dieses Post-Message, das ist ein... der Browser hat einen internen Event-Broker, einen Event-Bus und auf dem sagt er, yo, ich bin fertig, bitte redirecte mich wieder auf die ursprüngliche Origin zurück, wo du hergekommen bist. Das tut das. Ganz grob. So. Und dann müssen wir ihm hier noch eigentlich was Zusätzliches sagen, aber das funktioniert nicht. Das müssen wir auch noch per Hand bauen. Aus Gründen habe ich das auch noch nicht so ganz verstanden, worum es nicht geht. Naja. Gut. Jetzt können wir ihm diese Konfiguration providen. Das machen wir hier bei so einem Provider. Da sagen wir ihm, yo, mach das bitte, wenn du die App initialisierst. Und benutze dafür bitte folgende Factory. Das ist ja die, die wir gerade angelegt haben. Diese initKeyClock. Multi true. Multi bedeutet hier jetzt für... Weiß ich auch nicht mehr so genau. Man muss auf jeden Fall das True sagen. Ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun, dass er das für alle Module, die da drunter geschachtelt sind, auf einmal initialisiert und wir überall diesen KeyClock-Service dann haben. So, mit Deps, weil wir ja den KeyClock-Service, ne, wir benutzen den ja hier oben drin, damit er den da injecten kann, müssen wir ihm hier als Dependency den KeyClock-Service noch mit reingeben. Und der KeyClock-Service selbst kommt von diesem Modul und wird von dem initialisiert. Und weil diese Module vor den Providers initialisiert werden, haben wir hier den KeyClock-Service. Uiuiui, so. Großartig. Ja, jetzt können wir hier in dieser App-Komponente gehen und sowas richtig Wildes machen wie, wir holen uns hier nochmal so einen Konstruktor. Ne? Wir können jetzt wieder diese großartige Dependency-Injection benutzen, können jetzt hier einfach schreiben private keycloak service keycloak service und können jetzt hier einfach machen this.keycloakService.login. Ja, das gucken wir mal, ob das funktioniert. npm start. Wie spät haben wir es? Viertel nach? Na, gucken wir, was wir in der Viertelstunde noch schaffen. Auf jeden Fall werden wir nicht fertig, das merke ich schon. So, hier sind wir wieder auf der Anwendung. Das heißt, wenn ich jetzt hier Login klicke, passiert gar nichts. Das ist sehr gut. Ich hoffe, hier ist jetzt eine große Fehlermeldung. Hervorragend. Er sagt jetzt Uncalled Promise, Client ID missing, bäh, hat er vollkommen recht. Ne? Wir haben hier die Konfiguration noch gar nicht ausgefüllt. Diese hier. Und ich möchte, dass die von den Environments kommt. Ne? Also ich möchte hier irgendwie, dafür müssen wir die hier erstmal einstellen, hier Environments. So. Hier möchte ich jetzt irgendwie einstellen, was es denn bei, was es da überhaupt gibt. Boah, wo habe ich denn hier meine Vorlage? So. Wir möchten hier bitte eine K-URL. Das ist HTTPS. Ist ganz wichtig, dass ihr HTTPS dahin schreibt, sonst funktioniert es nicht. keycloak.sec.devops.uniks.de/auth. K-Realm ist das Tourist. Und die K-Client-ID ist Frontend-App. Gut, und diese Frontend-App hier, die müssen wir gleich noch anlegen. Das ganz wichtig ist es auch, man kopiert das und packt das auch bei Production rein. Ja, ist jetzt gerade das Gleiche. Wir könnten für Dev natürlich noch eine eigene KeyClock-Instanz benutzen oder einen anderen Realm oder so oder einen Realm oder was auch immer. Machen wir aber nicht. Es soll das Gleiche sein. Wichtig ist jetzt aber, dass wir hier nochmal hingehen und jetzt auch diesen Client anlegen. Ne, das haben wir ja nicht. Hier hin, KeyClock. Dankeschön. Na, hier haben wir diesen Realm Tourist. Hier gibt es die Clients. Hier haben wir schon dieses App-Backend angelegt. Und hier müssen wir jetzt auch ein App-Frontend anlegen. Safe. So. Das Ding ist jetzt hier vom Access-Type nicht Bearer-only, Beaver-only, sondern Public.
Und hier müssen wir ihm jetzt angeben, welche URLs darf der denn benutzen, um auf sich zugreifen zu lassen. Und wenn wir hier das jetzt nicht einstellen ordentlich, dann kann der Keyclock nicht auf das Localhost zum Beispiel zurückverweisen. So, hier müssen wir also einmal einstellen, unsere richtige URL, also die, wo es am Ende läuft, das wäre ja jetzt app.test.staging. Und deswegen kann man hier so ein Sternchen.sec.devops.uniks.de/Sternchen. Also alles daran soll irgendwie gehen. Und wir möchten auch http://localhost/4200/Sternchen haben. Und dann muss man hier unten, das ist auch ganz wichtig, bei diesen Web Origins, da muss man ihm jetzt sagen plus. Und plus sagt einfach, bitte erlaube Anfragen von allen URLs, die in diesen Valid Redirect URLs drinsteht. Mit der Web Origin können wir nämlich Cross Origin einstellen. Oh, was ist denn Cross Origin jetzt schon wieder? Ah. Cross Origin verhindert, dass ich von Localhost auf einem anderen Namespace zugreife. Namespace ist jetzt hier die Origin gemeint. Asgard.uniks.de ist eine Origin und ich darf nicht von Asgard.uniks.de auf Tourist.uniks.de zugreifen, weil das unterschiedliche Routen und unterschiedliche Webanwendungen mit unterschiedlichen Scopes sind. Und das verhindert dieses Cross-Origin-Request-Policy. CORS heißt das kurz. Und das müssen wir hier und im Backend später noch einstellen, richtig. Naja, jetzt haben wir es hier erstmal richtig eingestellt. Save. Großartig. Das heißt, wir haben das jetzt so gut wie, jetzt haben wir das hier auch schon eingestellt, jetzt müssen wir das hier im Module noch benutzen. Environment. Und wichtig ist hier, diese Environment zu nehmen und nicht die Prot, denn wir haben ja vorhin in der AngularJSON gesehen, dass er die Prot in diese normale umkopiert, wenn wir das Productive bauen. Kannst du bitte nochmal kurz in die Environments gehen? Das so. Ist die Client ja lieber falsch. Das ist, glaube ich, doch App-Frontend genannt, oder nicht? Es wird gerade gefragt, App-Frontend. Ja, ist doch. Ah. Oh, das war falsch. Sollte eigentlich andersrum sein, ne? Ach, wir haben es doch hier so rum. Na gut. App Frontend. Zack. Und hier bitte auch. Zack. Großartig. So, KURL. Environment.KRealm. Und Environment.Kiko Client ID. So, speichern, rebuild, reload. Ah, wollen wir es wagen? Login. Boah, wir haben es geschafft. Er hat uns geregelogt. Nice. Naja, das bringt uns erstmal nichts, denn wir haben ja gar keinen User. Wir können uns ja hier gar nicht einloggen. So eine blöde Scheiße. Naja, wir müssen hier erst nochmal Benutzer anlegen. Das macht man hier unten dann über Users. Wenn man jetzt hier View All User macht, ist das leer. Ich mache mal hier einen neuen. Und ich nenne den Kameraden hier... Das soll unser Admin werden. Das ist mal Odin. Der heißt richtig Odin. Alter, weiß einer, wie der mit Nachnamen heißt? Scheiße, ich muss nachgucken. Ich weiß es. Ich muss mich jetzt kurz in mein anderes Keyclock einmelden. Ich weiß, der heißt, glaube ich, irgendwas mit B heißt der mit Nachname. So viel Zeit muss sein. Wir haben schon so viel Zeit verschwendet. Da können wir jetzt auch noch was Sinnvolles machen. User, View All User, der hier. Ah, so hieß der. Genau, Odin Borson heißt der. So, E-Mail soll verified sein, der hat keine E-Mail, braucht er auch nicht. Läuft safe. Jetzt kann man hier bei Credentials einfach irgendwas leer lassen, weil wenn ich mich jetzt hier mit Odin anmelde, das versuche, ein Passwort, dann geht das nicht, weil ich muss ihm temporär eins setzen. Ich kann jetzt hier bei Credentials ihm zum Beispiel sagen, als Passwort Test, Test, kann ihm sagen, das soll temporary sein. Ja. Und wenn der sich jetzt hier Odin mit Test anmeldet, dann sagt er, bitte ändere das zu einem neuen Passwort. Und das tue ich auch. Flup, flup, submit. Und jetzt bin ich Login. Ha, ich bin eingeloggt. Naja, was irgendwie doof ist, weil da immer noch Login steht. Ich möchte mich jetzt ja auch ausloggen können. Lass uns das doch mal bauen. Also, hier in der Komponente steht das.
Ich möchte irgendwie wissen, ob der User eingeloggt ist oder nicht. Das kriege ich glücklicherweise über den KeyClock-Service raus. Das heißt, ich kann hier jetzt sowas machen wie KeyClock-Service, machen das hier mal, ich mache das mal hier, this KeyClock-Service kann ich fragen, is logged in. So, und jetzt haben wir mit diesem is logged in aber ein ganz kleines Problem, das gibt ein Promise wieder, das ist asynchron. Deswegen behelfen wir uns jetzt hier einem kleinen Trick. Wir sagen erst einmal, oh ja, okay, ich habe eine public authenticated Variable und die ist vom Typ observable, observable und zwar in einem Boolean. Ein observable und ein promise behaupten manche Menschen ist das gleiche, ist aber so nicht. Ein promise ist ein einmaliges Versprechen, dass ich irgendwann einen Wert zurückgebe. Ein observable ist ein Stream. Das können viele Werte sein in diesem Stream, die irgendwann einmal kommen oder nicht kommen. Angular funktioniert nur mit observables und nicht mit promises. Stimmt auch nicht ganz, aber bitte verwendet nur observables, das ist good practice. So, was ich ihm hier jetzt sage, ich muss das ja irgendwie initialisieren, ich sage ihm off. Off kommt von RxJS. RxJS ist eine unfassbar mächtige Library, mit der man richtig gestörten Scheiß machen kann. Und off heißt einfach nur, erzeuge mir mal ein Observable von einem primitiven Typ, von einem primitiven Wert, nämlich false. So, was haben wir jetzt hier für Probleme? Da fehlt ein A. Da fehlt ein A, Boolean. Der Jan, der Boolean. So. Was der jetzt tun soll, ist, dass der, wenn er lädt, diese Authenticated-Variable, soll er bitte, sobald er diese Komponente lädt, füllen. Dafür gibt es in Angular ein onInit. OnInit wird dann aufgerufen, wenn die Komponente fertig initialisiert wurde, der Konstruktor also aufgerufen worden ist, der KeyClock-Service also bereitsteht und danach wird in dieser Reihenfolge onInit aufgerufen. Ganz wichtig. Das bedeutet nämlich, dass wir in dieser Methode, die wir jetzt hier bekommen, dass wir hier auf den Service zugreifen können. Das heißt, hier können wir jetzt sowas Cooles machen wie, ja, this.authenticated ist gleich this.keyclockService. Is logged in. Und ja, das habe ich eben gerade ja gesagt, der Scheißding gibt ja irgendwie hier einen Promise zurück, aber das ist gar kein Problem, da hat er XJS auch was, nämlich die Funktion from. From transformiert einfach nur ein Promise in ein Observable. Großartig. Jetzt können wir das hier in der HTML, können wir jetzt richtig coole Sachen machen. Es gibt hier nämlich in Angular so Template-Steuermechanismen. Unter anderem gibt es hier nämlich einen if und ein for. Wir können jetzt hier ng-if machen und sagen, jo, alles klar. Login soll bitte dann angezeigt werden, wenn das Authenticated false ist. Also könnten wir sowas wie Authenticated gleich gleich false. Authenticate habe ich selbstverständlich falsch geschrieben, deswegen kopiere ich es mir. Ne? Wenn das false ist, dann soll er false ist, soll er bitte das Login anzeigen. So, jetzt kommt ein kleines Problemchen. Dieses Authenticated ist ja ein Observable. Und das ist ja asynchron. Das ist ja hier überhaupt nicht geladen. Aber so die Götter es wollten, hat Angular uns dafür etwas gegeben. Nämlich die asynchrone Pipe. Wir können hier einfach sagen, ja, ich möchte bitte so. Was der jetzt tut ist, er nimmt diesen Wert, gibt den, ne, das ist dieses Pipe-Symbol. Bitte nimm den Wert, der hier drin steht, übergib den an die Async-Funktion. Das ist eine Angular implementierte Pipe, ein Pipe ist es. Die macht nichts weiter als wartet auf den Wert, gibt den zurück und dann ist das hier quasi das ist ein Await-Aufruf. Ne, so sieht ein Await-Aufruf in Angular aus. Und dann kann er hier einfach sagen, gleich gleich false. So, noch viel geiler ist, ich kann mir dieses ganze Geraffel-Ding jetzt kopieren, hier einfach ein Logout draus machen, dann hier bitte auch die Logout-Funktion aufrufen. Und hier vorne nicht sagen false, sondern true. Und da true der Standardfall ist, kann ich das hier einfach wegmachen und es einfach so hinschreiben. So, speichern. Jetzt wird er rot, weil es gibt kein Logout. Ist gar kein Problem. Legen wir ihm an. Public Logout. Und das ruft einfach nur thisKeyClockService.logout aus. Ha. Na, ob das funktioniert? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, jetzt steht er plötzlich. Logout, machen wir nochmal so.
drücken jetzt Login. Jetzt hat er dieses Check SSO gemacht, hat gesehen, ah, wir haben schon was. Eigentlich, ah nee, sorry Leute, ich muss das glaube ich komplett neu starten. Sorry, sorry. Ja, ich muss das neu starten. Für so manche Dinge, gerade dieses Keycloak, muss die Anwendung einmal neu gestartet werden, weil der hier ganz, ganz wilde Magie macht. Also sind im Hintergrund, sind da, Gott, wie heißt das denn? Der cached das alles. Das ist immer ein bisschen schwierig rauszukriegen, wann die Sau was cached und wann das nicht tut. Da hilft manchmal ein Neustart. So, mal so ein richtiger Neustart. Localhost 4200. Login. Ah, ja, er loggt sich ein, weil er das hinkriegt. Aber ich verstehe gerade nicht, warum er das jetzt nicht ändert. Er sollte das eigentlich ändern. Was sagt er uns denn hier? Untersuchung, Konsole. Oh, er sagt, alles ist Primchen. Alles ist Tutti. Das ist ja doof. Habe ich einen Fehler gemacht? Nein, habe ich nicht. Authenticated gleich gleich false und authenticated async ist doch richtig. Und das eine ist Login und das andere ist Logout. Das ist doch alles Blümchen. Das ist doch eigentlich alles genau so, wie ich das gerne haben möchte. Oder? Doch, es ist genau so, wie ich das gerne haben möchte. Ist logged in, da oben ist es false. Das ist doch auch alles großartig. Tja, Gott weiß, warum es jetzt schon wieder nicht gehen möchte. Vielleicht habe ich das Async falsch geschrieben. Async, das passiert mir nämlich auch sehr, sehr häufig, dass ich das falsch schreibe. Nö, sieht aber auch richtig aus. Na, was man hier machen kann, ist, man kann hier... Ist das, glaube ich, Steuerung F5? Umschalt F5? Shift F5. Shift F5. Nee, Shift F5 ist es schon mal nicht. Steuerung F5. Ich glaube, mit Steuerung F5 leert man den Cache. Na, tut er aber auch nicht. Welch eine Unhöflichkeit. Wir können was ganz Cooles tun. Wir haben ja hier die Users. Und ich kann jetzt hier gucken bei Sessions. Der hat eine eingeloggte Session. Ich kann einfach ausloggen. So. Jetzt habe ich die Session beendet. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Login klicke, ja, muss ich mich neu einloggen. Das tue ich mal. Und dann steht da oben aber immer noch Login. Welch eine Unhöflichkeit. Welch eine absolute Unhöflichkeit. Ich hasse Oberflächenentwicklung. Ich möchte es noch mal ganz festhalten. Ich hasse Oberflächenentwicklung wie die Pest. Ich verstehe nämlich ganz häufig nicht, warum Sachen nicht funktionieren, weil ich das einfach zu selten mache. Das hier ist jetzt gerade wieder mal so ein typisches Beispiel für, ich habe keine Ahnung, warum er das nicht machen möchte. Ich habe das quasi kopiert. Naja, egal. Machen wir erstmal weiter. Ja, was sagt denn meine Lösung? Wie weiß ich, wir sind schon bei halb. Nee, wir machen das jetzt noch fertig mit diesem Logout hier und den Rest verschieben wir auf nächstes Mal, weil sonst dauert es, glaube ich, schon noch ein bisschen lange. Das ist aber nicht schlimm, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ah ja, okay. Erst einmal fällt mir noch ein, müssen wir noch ein bisschen was tun. Es gibt hier diesen Router. Der hat irgendwie noch gar nichts so richtig eingestellt, außer irgendwie, es gibt keine großen Routen. Was ich hier noch machen möchte, ist, dass ich ihm sage, bitte immer dann, wenn du etwas, oder ich zeige euch, was passiert, wenn ich jetzt hier oben irgendeine Route eingebe, zum Beispiel Hallo, dann soll der das bitte immer zu diesem Standardding zurückrouten. Und zwar, egal welche Tiefe, soll der immer ein Redirect machen. Das tut er nicht, das tut er bei so ein paar automatisch und bei so ganz vielen anderen tut er das nicht automatisch, weshalb man ihm hier einmal so ein Pass geben muss. Und zwar Sternchen, Sternchen, das bedeutet bitte in jeglicher Tiefe alle Routen, mach das mal einen Redirect zu das hier. Das machen wir mal. Was wir hier noch später einstellen, ist, dass wir hier die ganzen generellen Routings einstellen. Ne? Also irgendwie ein Slash Home, Slash Travel, Slash Whatever, das kommt alles da mit hin. So, und was wir noch machen können, was mir einfällt, wir müssen diesen Test hier anpassen. Ne? Der hat ja hier irgendwie schon ganz viel Rot, das ist ganz, ganz böse. Weil sonst funktioniert unsere CI nicht mehr. Deswegen löschen wir das hier mal weg.
gucken wir uns das hier an. Also, ne, das funktioniert jetzt genauso wie dieses Nest.js. Ne? Also wie Testbed heißt jetzt hier einfach nur Testbed und nicht Testmodule, ist aber irgendwie genau das Gleiche. Hier wird irgendwie so ein Testing-Module für Routing gemacht. Man macht hier irgendwie die App als Declaration, kompiliert das und gut ist. Ne? Mehr tut das nicht. Und was wir hier jetzt halt noch mit reinbringen müssen, ist das Keycloak Angular-Modul, ne? Damit der sich da anmelden kann ordentlich. Und dann können wir jetzt hier sowas wie itch should load the component. Und hier machen wir jetzt einfach mal so einen Dummy-Test rein, denn die Tests dürfen nicht leer sein, sonst funktioniert wieder unsere Pipeline nicht. Hier machen wir jetzt einfach mal, yo, lad doch mal die Standardkomponente. Das macht man über testbed.createComponent und zwar von der App-Komponente. Davon möchte ich bitte ein Debug-Element haben und von diesem Debug-Element bitte die Komponenteninstanz. So sieht das aus. Und dann kann ich einfach so einen expect component to be defined. Großartig. Wer mir das nicht glaubt, können das hier einmal machen. npm test. Der wird jetzt wieder anfangen, wird jetzt wieder diesen Browser öffnen und lalala und Dinge tun. Und sollte da dann gleich irgendwie sowas sagen wie Success. Oder wird irgendwie sagen, kann ich überhaupt nicht, will ich nicht, darf ich nicht. Na, er sagt aber completed, one spec, one failed und zero failure. Hat also alles geklappt. Hier können wir den jungen Mann also beenden. Großartig. Das heißt, wenn ich jetzt committe, dann passiert auch nichts Schlimmes in der CI. Das ist dann, glaube ich, das hätte ich fast vergessen. Das ist noch relativ wichtig. So, widmen wir uns nochmal unserem Problem, dass diese blöde Sau hier gar keine Lust hat zu funktionieren, was ich echt blöd finde. Ich kopiere mir jetzt einfach nochmal ganz schnell, das hier ist meine Musterlösung, die irgendwie genauso aussieht. Das ist ja verrückt. Und in der Komponenten-TS off false ng-on-init is logged in login-logout ist genau das gleiche. Login. Login. Oh, wir sehen, wir haben eine Endlosschleife kreiert. Ihr seht das nicht, aber jetzt passieren irgendwelche wilden Dinge. Keycloak secdevops. Schlug fehl. Na, das ist ja verrückt, aber ist so eine Lüge, das ist doch hier. Oh nein, da ist was abgeraucht. Ihr seht, wir haben es hingekriegt, wir haben was kaputt gekriegt. Jetzt gucken wir doch mal hier in die Lecture. Irgendwas ist, ich vermute mal, dass im Hintergrund dieses Deployment noch läuft und dass der irgendwie ganz hart beschäftigt damit ist und dass jetzt irgendwo was abgeraucht ist. Gucken wir doch mal. Ah ja, seht ihr, hier passiert irgendwie ganz viel. Der Ingress hat das hier irgendwie auch noch nicht geschafft. Der hat das Backend im Hintergrund noch neu gebaut und hat da jetzt hier diese APV1-Geschichten überall hinzugefügt. Ne? Und das Test hat hier irgendwie so halb funktioniert, aber für das andere noch nicht. Und für das Production hängt da irgendwie auch noch. Naja, der ist hier gut am Arbeiten. 4200, Login. Ja, aber er ändert das nicht. Ah, zum Debuggen, man kann jetzt hier so rangehen, dieses Login-Ding holen. Und dann steht hier für gewöhnlich immer so ein Binding True False und dann wie das, was passieren soll. Kannst du da reinzoomen? Ich kann da nicht reinzoomen, nee, ich habe auch keine Chance, euch das zu zeigen. Ja, also ich habe es ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum es nicht geht. Also es ist 1:1 der gleiche Code, den ich hier leider auch habe. Und es ist mir nicht so ganz klar, warum es nicht geht. Aber das finde ich heraus. Ich will es jetzt hier auch nicht zu lange strecken, weil sonst hängen wir hier gleich wieder noch 2 Stunden rum. Wir gehen mal hier hin. Lernziele heute. Wichtig ist also, das hier aufsetzen. Was haben wir erreicht? Wir haben es irgendwie geschafft, das hier zu tun, das so halb zu tun. Und den ganzen anderen Kram machen wir nächste Woche. Ich will euch das ja hier auch nur exemplarisch zeigen. Ne? Also euch jetzt hier alles vorzutanzen, es kommt noch ein bisschen was, aber das schaffen wir schon irgendwie. Dann wird nächste Woche vermutlich mal die Vorlesung nochmal... So. Ich vermute, die Vorlesung wird nächste Woche nochmal 2-2,5 Stunden werden leider. Da kommen wir wohl nicht dran vorbei. Das ist wirklich noch viel Holz zu tun.
Ich gucke nochmal, woran das alles lag, dass es nicht geht und schreibe das dann alles ins Discord. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche ein paar mehr Leute sind. Also, bis dahin. Ah, und nächste Woche ist Sommerfest. Ah, naja. Mal gucken. Ah, nächste Woche Dienstag ist Sommerfest. Kommt bitte alle zahlreich hierher. Ab 16 Uhr gibt es hier Bier. Also bis 16 Uhr muss ich mit der Vorlesung durch sein. Das heißt, wir machen irgendwie schon 2 Stunden und dann gibt es hier richtig schön Abfahrtfeuer. So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.